Ja, liebe Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Bayerischen Landtags, auch von meiner Seite noch zu Beginn des neuen Jahres anlässlich der ersten Sitzung ein gutes neues Jahr, auf das wir von diesem Hause aus gute Entscheidungen für die bayerische Bevölkerung treffen mögen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Freien Wähler haben heute als Thema gewählt, Straßenausbaubeiträge abschaffen, Rechtssicherheit herstellen oder die zunehmende Rechtsunsicherheit beenden. Sie erleben das täglich draußen, dass die Bürgermeister vor allem massiv wissen wollen, wohin denn nun der Zug läuft, nachdem auch Sie sich ja dazu entschlossen haben, in Richtung Abschaffung wohl zu gehen. Steht bei uns das Telefon nicht mehr still mit der Aussage, ja, müssen wir jetzt noch Beitragsbescheide rausschicken? Wie geht das weiter? Sind laufende Maßnahmen beitragsfrei? Können wir sogar damit rechnen, dass noch ein bisschen in die Vergangenheit zurückgegriffen wird und dass alte Maßnahmen in Frage gestellt werden? Sollen wir jetzt noch schnell alte Bescheide rausschicken für Maßnahmen, wo vor einigen Jahrzehnten die Maßnahmen beendet worden sind, die aber bisher nicht abgerechnet worden sind, wie es ja die Rechtsaufsicht in verlängerter Arm der Staatsregierung ja auch gewollt hat, jetzt noch schnell diese Dinge einzutreiben. Ja, dem Ganzen setzt die Krone auf der Gedanke, ob es denn nicht sinnvoll wäre, jetzt kurz vor Ladenschluss noch Straßenausbaubeitragssatzungen zu erlassen, obwohl man die ja bisher gar nicht hatte und auch nicht wollte, weil man damit vielleicht in eine bessere Förderkulisse käme nach der Abschaffung. Also was hier alles an Rechtsunsicherheit unterwegs ist, das können Sie als alleinregierende Partei am schnellsten abräumen, es sei denn, Sie warten, bis unser Volksbegehren hier die Klarheit dann bringen muss, die Sie jetzt nicht bringen werden. Also bitte geben Sie, wenn Sie vielleicht da den letzten Plan noch nicht haben, zumindest einige Eckdaten bekannt, was denn Sinn macht und was nicht Sinn macht. Ich würde mir heute im Laufe der Debatte von Ihnen wenigstens erwarten, dass Sie den Bürgermeistern sagen können, es würde nichts mehr bringen, jetzt noch schnell Satzungen zu verabschieden. Wir haben noch hunderte Gemeinden in Bayern, die keine Satzung haben. Sagen Sie denen wenigstens heute belastbar, es macht keinen Sinn, sich jetzt dieses Ding noch schnell anzuziehen. Sagen Sie denen vielleicht auch, Sie sollen keine Beitragsbescheide mehr rausschicken, weil Sie ja angekündigt haben, unseren Weg mitzugehen. Oder lassen Sie die Bürgermeister mit ihrem Beschluss alleine, dass sie wohl irgendwie wollen, aber nicht genau wissen, wohin und wann und warum und wie. Also ich erwarte mir, und deshalb ist es hochaktuell, was wir heute hier auf die Tagesordnung bringen, Aussagen zu den wichtigsten Dingen, die sich damit beschäftigen. Gleichwohl machen wir Freien Wähler es uns nicht so einfach, Ihnen die Aufgabe vor die Füße zu kippen und zu sagen, macht mal, obwohl Sie es am Ende ja sowieso machen können und werden, wie Sie wollen. Trotzdem erlauben wir uns, Ihnen einige Gedanken mitzugeben. Gedanke Nummer eins ist, dass hier hunderte Rechtsstreite und Widersprüche gegen Beitragsbescheide momentan unterwegs sind, die Justiz massiv belasten und lahmlegen, sehr viel Geld auffressen, Unsicherheit schaffen. Vielleicht gelingt es Ihnen, im Rahmen dieser Neuregelung auch eine große Zahl dieser Rechtsstreite in einem Aufwasch mit zu erledigen. Bitte denken Sie auch daran, und das ist dann natürlich auch ein Hinweis, dass man hier lieber ein bisschen in die Vergangenheit geht mit einem Stichtag als nur in die Zukunft. Und bitte nicht zu sagen, ja, ihr hunderte Gemeinden, die ihr da jetzt drin seid in den Verfahren, ihr habt Pech gehabt, wir setzen den Stichtag in der Zukunft, dass alle laufenden Verfahren noch bezahlen müssen und erst in Zukunft Beitragsfreiheit herrscht. Es geht hier nicht um so viel Geld seitens des Freistaats, es geht aber um viel Bürgergeld und es geht auch um viel politischen Unmut draußen, wenn Sie hier diese Brisanz nicht erkennen. Also nochmal, sagen Sie nicht, die jetzt die Straße zu bauen begonnen haben, diejenigen, die vielleicht noch alte Bescheide haben, die müssen in den sauren Apfel beißen und die Versprechung kommt dann irgendwann nach der Landtagswahl. Nein, versuchen Sie auch Rechtsstreit abzuräumen. Die bayerische Justiz wird Ihnen das danken, meine Damen und Herren. Und dann geht es darum, wenn wir denn eine Förderkulisse aufstellen, natürlich gibt es da viele Parameter, an die wir denken können. Trotzdem wird man
in die Richtung gehen müssen, dass man eben Zuschüsse bezahlt aus einem Fördertopf. Es wird im ersten Aufwasch nicht gelingen, nur über Kilometerpauschalen der Sache gerecht zu werden, weil eben diejenigen, die jetzt verfahren haben oder in nächster Zeit planen, ja Geld aus einem Bürgerumlagesystem sich errechnet hatten. Wir können jetzt nicht sagen, liebe Gemeinde, jetzt hast du mal Pech gehabt, du kriegst nichts mehr. Also wir müssen hier mindestens hierfür mit einem Fördertopf reingehen. Wir werden das auch die nächsten Jahre tun müssen, mit einem Fördertopf reinzugehen, um Erneuerungsmaßnahmen über eine Kilometerpauschale hinausgehend abzuräumen. Und wir werden das vor allem auch für diejenigen tun müssen, die jetzt ganz in den sauren Apfel beißen mussten, für die Stabilisierungskommunen. Nicht, dass wir am Ende ein System haben, das bei jedem irgendwo ein gewisser Betrag ankommt, den der Reiche gerne mitnimmt, der dem Armen aber nicht reicht, seine Straßen zu sanieren. Sie werden also mindestens den Stabilisierungskommunen und darüber hinaus deutlich was drauflegen müssen. Und dann wird es natürlich eine Abgrenzungsproblematik geben, weil wir reiche Kommunen haben, die eine Satzung hatten, und die können wir jetzt nicht deutlich schlechter stellen. Also wird man auch mit einem Fördersystem reingehen müssen, dass alle Gemeinden einen ordentlichen Förderbetrag bekommen, um wegfallendes Bürgergeld zu ersetzen. Und parallel haben wir ja das System des Zuschusses, des Unterhaltszuschusses für Kommunalstraßen von 1.626 Euro pro Kilometer und Jahr, die den Gemeinden überwiesen werden, um von Winterdienst bis normalen Sanierungen um die Runden zu kommen. Man wird auch diesen Fördertopf, er war schon mal höher, diese Pauschale anheben müssen, damit hier langfristige Planungen funktionieren. Und natürlich kostet Straßenbau Geld. Das war vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen die Billignummer im Haushalt des Freistaats Bayern, meine Damen und Herren. Aber ich sage Ihnen ganz klar, dort werden wir mehr Geld in die Hand nehmen müssen, damit unsere Straßen wieder befahrbar sind und damit nicht der Hausanlieger bis an die Existenzbedrohung abkassiert wird. Also ganz klare Botschaft, das ist Aufgabe des Staates, das ist Aufgabe der Allgemeinheit und nicht desjenigen, der zufällig dort wohnt. Und wenn ich dann von Ihrer Seite höre, ja, das würde ja dann sehr viel Geld kosten plötzlich und die jetzigen Bürgerbeteiligungen hätten auch die Ansprüche reduziert. Ja, meine Damen und Herren, das ist natürlich eine ganz fiese Nummer zu sagen. Wenn die selber mitzahlen müssen, dann schauen sie nicht so genau hin. Ich warte nur auf Ihren Vorschlag, dass Sie sagen, die Eltern von schulpflichtigen Kindern müssen die Schulhäuser selber sanieren, dann sind sie auch zufrieden, wenn der Putz von den Wänden fällt. Das kann doch nicht unser Ansatz sein. Wir müssen hier dafür sorgen, dass die Straßen in Bayern, auch die Kommunalstraßen, in ordentlichem Zustand sind. Sie haben es in der Vergangenheit schon bei den Staatsstraßen nicht geschafft. Jetzt müssen wir wenigstens die Kommunalstraßen in ordentlichem Zustand bringen und halten. Und dafür, glaube ich, ist unser Vorstoß goldrichtig. Und nicht zu sagen, am Ende erkennt man den Finanzzustand einer Kommune schon daran, wie kaputt die Straßen sind. Meine Damen und Herren, der Zustand der Straßen ist uns wichtig. Dort müssen wir reingehen und da müssen wir auch dafür sorgen, dass das Geld wirklich im Straßenbau ankommt. Und deshalb sind wir auch so vehement dafür, dieses jetzige Bürokratiemonster Straßenausbaubeiträge zu eliminieren, weil ein Großteil dieser Gelder eben nicht mehr im Straßenbau gelandet ist, sondern in der Justiz gelandet ist, bei den Beraterfirmen gelandet ist. Und Sie hören jetzt teilweise auch den Aufschrei genau aus dieser Szene raus. Leute, die hier jahrelang Geld verdient haben, den Leuten die Kompliziertheit des Systems zu erklären. Und am Ende war kein Geld mehr da, dafür die Straße zu sanieren. Man hat noch gewusst, wie es irgendwo rechtssicher funktioniert, hat sich aber die Baufirma nicht mehr leisten können. Das war doch Produkt ihres falschen Systems. Und ich glaube, dass es deshalb höchste Zeit ist, zu erkennen, dass wir hier abräumen müssen. Und wenn Sie hier jetzt uns mit in die politische Verantwortung nehmen wollen, jawohl, das tun wir. Wir haben Sie hier aus Ihrem Dornröschenschlaf erwacht. Nicht anders war es ja zu erklären, dass von Ihrer Seite jetzt ja die
Mitleidsgeschrei kommen, sie seien überrumpelt worden von unserem Vorstoß. Ja, wer mit absoluter Mehrheit regiert und dieses Thema seit Jahren vor sich herträgt und politisch zu verantworten hat, der kann nur geschlafen haben. Ansonsten wäre es uns doch nicht gelungen, sie zu überrumpeln. Und wenn Sie sagen, Sie hätten es ja sowieso vorgehabt, bis April hätten Sie noch gewartet und dann hätten Sie es ja sowieso vorgehabt, dann sage ich Ihnen, dann haben Sie ja wohl heute schon die fertigen Pläne in der Schublade. Also bitte klären Sie die Bürgermeister, bitte klären Sie die Bevölkerung draußen auf, was Sie in der Schublade haben. Und wenn Sie jetzt so höhnisch rübergrinsen, ich hätte es Ihnen erspart, aber als Abschlusssatz gebe ich Ihnen das noch mit. Hätten Sie sich in den letzten Monaten darum gekümmert, was die wirklichen Sorgen und Nöte der Bevölkerung sind, dann hätten Sie dieses Thema erkannt. Aber der Parteiapparat war ja mehr damit beschäftigt, Herr zu überlegen, Kollege, wie man den Ministerpräsidenten um die Ecke bringt. Und Sie haben sich nicht gekümmert um die Probleme der Bevölkerung. Also heute bitte dieses Thema zu lösen.